Mein Name ist Jens Petersen und ich zeige Ihnen heute meine Strecke SeaTime, wie sie entstanden ist, was zu beachten war, also rund um sozusagen den ganzen Workflow dieser Strecke. Hier sieht man auch das Eingangsbild der Strecke. Die Fotos sind Anfang Oktober entstanden. Wir haben dafür zwei Locations benutzt. Hier sieht man nochmal einen Einblick der restlichen Bilder dieser Strecke. Und darauf werde ich im Laufe des Webinars dann nochmal gezielt eingehen. Ja, die ganze Strecke, sagte ich im Oktober. Mir war es sehr wichtig, dass ich in diesem Jahr es nochmal schaffe, ein sommerliches Shooting durchzuführen. Es war nicht ganz einfach dieses Jahr hier im Norden. Ich denke mal, es hat einfach nur noch geregnet. Sonne hat man kaum gesehen. Und als es dann sehr kurzfristig hieß, das Wetter bleibt auch mal übers Wochenende gut, habe ich ein freies Projekt geplant, das wir heute hier auch besprechen werden und sehen werden. Ja, am Anfang, das war der Donnerstag, Sonntag sollte fotografiert werden, stand die Location-Suche, ist sehr kurzfristig, nicht ganz einfach, aber wenn man sich in seiner Gegend auskennt, hat man schon gewisse Ideen, man hat die Bildidee auch im Kopf, was passieren soll, was man benötigt dafür. Ich habe drei Steaks mir ausgesucht, habe dann kurzfristig mit den Verantwortlichen gesprochen, ob ein Shooting möglich war. Hier in diesem Fall sehen wir ein wunderschönes Bootshaus mitten im Kieler Hafen Richtung Ostsee im Privatbesitz und kannte zufällig den Eigentümer, was die Sache natürlich einfach macht, wenn man mit einer Privatperson spricht, weil da die Entscheidungswege relativ kurz sind. Ja, als ich das Ja bekommen habe, habe ich mir natürlich sofort Referenzfotos gemacht. Warum ich das mache, komme ich gleich zu. Wichtig ist eigentlich, wenn man sich so eine Strecke zurechtlegt, dass die ganze Sache sehr stimmig ist. Und wenn man dann auf einem Steg shooten will, dann kommt man natürlich irgendwo sehr, sehr schnell auch zu dem Schluss, dass ein Steg für eine ganze Strecke nicht ergiebig genug ist. Man kann auf einem Steg nicht besonders viel machen. Also man kann das Model vielleicht links stellen, dann nochmal rechts stellen, vielleicht nochmal gerade. Man könnte es auch nochmal ins Wasser springen lassen, wenn es die Temperaturen hergeben. Aber ich denke, uns allen ist klar, sehr erschöpfend ist ein Steg nicht. Wobei dieser nochmal deutlich mehr hängt, weil wir hinten eine größere Fläche hatten und eben letztendlich auch das Bootshaus. Ich habe mich aber von vornherein gleich dazu entschlossen, aus dieser Not, sage ich mal, raus, noch eine zweite Location dazu zu wählen, die dann aber auch sehr stimmig zu der Strecke passen muss. In diesem Fall war es eine Segeljacht, die man da sehr gut mit einbinden kann. Da muss man natürlich dann aufpassen. Man könnte jetzt nicht sagen, wir machen das jetzt auch im Hafen, in der Marina oder so, weil dann die Stimmigkeit einfach nicht mehr passt. Ja? Also so sind wir dann letztendlich mit dem Boot, das ist ein Freund von mir, dem die gehört, rausgesegelt, um dann auf See zu schooten. Dazu später dann auch noch mehr. Gut, hat man also seine Location gefunden. Ich sagte das eben eingehend, mache ich es immer so, dass ich praktisch Referenzfotos von der Location mache. Das hat den Grund, dass ich mich dann im Anschluss, wenn ich dann ins Büro gekommen bin, mich mit diesem Referenzfoto auch hinsetze und ganz genau plane, wie das Shooting auszusehen hat. Ich mache dafür kleine Zeichnungen, stelle mir vor, wo das Model zu stehen hat, welche Aussage die Bilder haben sollen, was die Strecke aussagen sollen, wo der Fokus drauf sitzt. Sind das die Outfits? Ist es eine Geschichte, die dahinter steht? Ja, bei Strecken muss man eigentlich einiges beachten. Also einfach drauf los fotografieren und sagen, das wird schon, das funktioniert nicht. Ja. Wenn man eine Strecke entwickelt, gibt es eigentlich einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt. Und zwar muss man sich das vielleicht so vorstellen, nehmen Sie ein Modemagazin, da gibt es ja nun zahlreiche auf dem Markt, so, und wenn Sie dort eine Strecke sehen und einzelne Bilder, dann schlagen Sie um, sehen die nächsten Bilder und Sie müssen dann im Grunde genommen immer, aus welchen Gründen auch immer, ob das die Bildsprache ist, ob das das Styling ist oder ob das die Outfits sind, keine Ahnung, spielt erstmal keine Rolle, aber Sie müssen
müssen letztendlich erkennen können, dass es noch zu den Bildern im Vordergrund gehört. Ja, also auf der vorderen Seite und auf der nächsten Seite, ja. Und wenn dann andere Fotos sind, dann ist es abgeschlossen. Das macht letztendlich auch ein Stück weit eine Strecke aus, ja. Dass man da wirklich durchgehen kann, ja. Das ist nicht bedeutend, dass man zum Beispiel in einer Form der Farbigkeit bleiben muss. Das heißt durchaus, dass man in einer Strecke durchaus auch schwarz-weiß arbeiten kann und dieses auch mischen kann. Aber es muss einfach ein Wiedererkennungswert vorhanden. Genau das mache ich dann vorm PC, überlege mir, wie sieht das aus, was soll das Model machen. Da überlege ich mir dann auch schon die Instruktionen, damit das Model sich etwas vorstellen kann. Wenn es also über den Steg geht, dann gebe ich dem Model später die Information und sage, stell dir das und das dabei vor. Das alles überlege ich mir schon vorher, vor dem Shooting. Ich denke, das ist sehr sinnvoll. Bei Berufsfotografen, die einen Auftrag haben, ist es ohnehin gang und gäbe. Ja, da geht es auch gar nicht anders. Ja, und letztendlich überlege ich mir natürlich auch, auch hier für Berufsfotografen gang und gäbe, aber für den Hobbyfotografen auch sehr sinnvoll, sich einfach vorher überlegen, wie soll das Bild am Ende aussehen. Was für ein Styling soll es haben? Soll es in Schwarz-Weiß sein oder soll da ein Filter drüber gelegt werden? Oder wie auch immer, wie sollen die Bilder eigentlich aussehen? Das hat dann nachher den ganzen Vorteil, dass ich natürlich auch sehr, sehr, sehr gelassen und sehr selbstsicher in dieses ganze Shooting gehen kann, weil alles wirklich geplant ist. Dass ich immer mit dem einen oder anderen rechnen muss, das ist klar, aber es ist nicht so, dass ich maßlos überrascht bin, wenn irgendwas anderes passiert, weil ich einfach einen Plan für mein Shooting habe und dementsprechend auch das Model und zum Beispiel den Assistenten instruieren kann. Ja, hier sehen wir schon das Model. Mir ist es natürlich, wenn ich eine Strecke, also eine Vielzahl von Bildern erstelle, auch bei Einzelbildern selbstverständlich, aber bei der Strecke, wir werden erfahren, warum, es ist natürlich noch mal ein ganzes Stück wichtiger, sag ich mal, dass man sehr farbverbindlich arbeiten kann. Ja. Dazu gehört auch der Weißabgleich. Sie finden eine Graukarte, das ist der Color Checker Passport, den Sie hier sehen. Finden Sie in dem Color Checker Passport, das ist ein wunderbares Tool, das passt in jede Hosentasche, entweder von Ihnen oder von Ihrem Assistenten. Ja. Das können Sie jederzeit dabei haben, ist aufklappbar, ist wie so ein kleines Portemonnaie oder wie ein kleines Buch und sehr widerstandsfähig. Und was letztendlich auch in diesem Color Checker Passport ist, ist das Farbdisplay. So, hier werden praktisch Referenzfotos von mir erstellt, einmal über die Graukarte und über das Display hier. Mit diesem Referenzfoto erstelle ich mir praktisch für jede Location, auch wenn ich wandere, wo es vielleicht ein bisschen schattiger ist oder wie auch immer, erstelle ich mir ein Referenzfoto. Und mit diesem Referenzfoto erstelle ich ein Kameraprofil. Dieses Kameraprofil pflege ich dann später über Lightroom in die einzelnen Bilder ein. Das geht sehr, sehr schnell und ich habe dann praktisch für die Location immer den richtigen Weißabgleich und natürlich auch die richtigen Farben. Ja. Die Software von dem Color Checker Passport berücksichtigt zum einen die Kamera und auch das Objektiv natürlich. Das ist sehr wichtig, wenn man mal die Kamera wechselt, als Beispiel. Ja. Und natürlich die Lichtsituation. Sie als Fotograf wissen natürlich, dass sich Farben, obwohl es vielleicht das gleiche Kleid ist, in unterschiedlichen Lichtsituationen deutlich verschieben können. Ja. Und damit Sie wirklich eine Farbverbindlichkeit haben, können Sie dieses mit dem Color Checker Passport wirklich sehr, sehr gut einpflegen und praktisch im gesamten Workflow in dem Farbmanagement bleiben. Gut, wie man hier sieht, Assistent hat sehr schwer zu schleppen. Wir haben hier einen sehr schweren Porti, einen sehr leistungsfähigen Porti eingesetzt mit einem Beauty-Dish. Hier war es einfach sehr, sehr wichtig für mich, dass das Model sich wirklich bewegt. Also nicht einfach nur so tut, als wenn es geht, einen Schritt nach vorne macht, ja, sondern wirklich in der Bewegung
fotografiert wird, um auch diese Dynamik, dieses Gefühl zu transportieren. Ja? So, und da gibt es natürlich immer verschiedene Möglichkeiten, sowas umzusetzen. Aber wenn wir hier auf so engen Raum arbeiten, ist es natürlich dann sehr, sehr schwierig, mit einem Lichtformer zu arbeiten. Zum anderen, das werden Sie kennen, wenn Sie so einen Reflektor in der Hand haben, den immer richtig im Licht zu führen, ist ohnehin nicht ganz leicht. Wenn Sie an der See sind, noch ein bisschen Wind geht, wird es noch schwieriger. Und wenn Sie so wie hier, dass Sie sagen, oder ich sage, das Model möge sich doch bitte bewegen, ja, und das Licht soll praktisch mitgeführt werden, dann wird es nochmal extrem schwierig. Wobei man dann auch sagen muss, wenn Sie einen Lichtformer haben, der 1,30 mal 1,90 ist, sorry, also das geht dann wirklich nicht mehr. Der Assistent weiß nicht, wo er läuft.